Tada! Wieder ein paar Minuten später, unser Grillgut ist fertig. Feines Ding, der Hector. Hat er gut gemacht. So Leute, ich bin gespannt. Mein neuer Grill ist da. Ja. Feuergott Hector 4BS. Voll das fette Tanke. Der freut mich total. Schönes Spielzeug, weil steht ein großes Fest an nächste Woche. Der alte Grill ist zufällig kaputt gegangen vorher, zu dumm. Und jetzt habe ich mir endlich mal einen richtigen geleistet. Schönes Ding, unter 600 Euro und ich bin gespannt, was er hält. Und ja, heute mal alles auspacken, angucken, abgießen, einbrennen. Ich bin gespannt. Das kam auch mit Grillspieß Pro, Rotisserie Pro, also für ein paar ganz neue Erlebnisse. Das läuft dann tatsächlich dann eher mit Batterie. Reicht sich das dann, wenn man dann? Auf jeden Fall habe ich hier mich schon ein bisschen einlesen können und das Ganze praktisch in drei Kartons. Ultra schwer, die ganzen Dinger. Und ja, werde ich mal schauen. Das geht ja noch nicht. Ah, doppelt. Hier sind die Grillroste drin. Wow, ja, das ist ja schon mal echt schwer. Wahrscheinlich. Da liegt bald das erste Würstchen drauf. Das gefällt mir schon mal sehr gut, dass das alles so hochwertig verpackt ist. So, ein leichter Schnitt, ein kurzer Brei. Tada! Noch mehr Karton. Was ist das Ding? Ah, das ist, glaube ich, die Bodenplatte. Und runter kommt noch mehr. Herrlich. Also das ist ja wirklich mal hochwertig verpackt. Das finde ich gut. Und das sieht auch so von der Qualität her schon mal sehr gut aus. Sehr gut. War fast. Was ist der fast aus dem Mercedes-Stern? Genau. Ja. Bitte werden Sie den Abfallbehälter nach jedem Gebrauch. Ne? Tja. Guck mal hier. Und zack. Müllreifen. Also das ist natürlich Handkatze. Fantastisch. Stand übrigens drin, und das wusste ich gar nicht, in der Bedienungs- und Pflegeanleitung, ich habe die alten auch mal in die Geschirrspüle gemacht. Aber soll man nicht. Aber jetzt kommen wir ja zum Hauptteil, zum eigentlichen Grill. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das sah auch alles super aus auf den Fotos und mit dem Glas da drin. Ganz toll. So, also, Opa. Tada! Ah, ja, das fand ich auch schön. Das ist, genau, machen wir da später. Die Abdeckhaube, die natürlich mit dabei ist. Und das ist hier, auch bei unseren Temperaturen und bei unserer Nässe hier oben. Ich bin an der Ostsee. Das ist wichtig, dass das Ding immer abgedeckt ist, damit es nicht verrottet. Genau, und das ist das halt mit dem, Glas. Fantastisch. So, jetzt geht's los. Laut Bedienungsanleitung werde ich versuchen, den Feuergott zusammenzubauen. Und das geht so los mit den ganzen Explosionszeichnungen und dem ganzen Schrauben und allem. Schauen wir mal. So, kurzes Zwischenfazit von unserem Feuergott-Zusammenbau. Ein wichtiges Teil habe ich schon gefunden. Den Kapselöffner. Herrlich, den werden wir nachher auf jeden Fall einweihen. Und ansonsten muss ich sagen, ging ganz gut. Hier mit diesen Blistern, mit den Buchstaben. Ganz toll. Also Leute, das habe ich gemacht. Da hat sich einer einen Kopf gemacht. Finde ich super. Und jetzt kommt dann auch gleich schon unser
fettes Feuergott-Grillteil da drauf. Ja, bin ich mal gespannt. Leute, 150 Grad hat er schon. Der Testlauf ist gestartet. Wir haben das Ding zusammengebaut bekommen. Hat jetzt um und bei doch über 2 Stunden gedauert. Aber bis auf die letzte Schraube alles da. Alles hat funktioniert. Mit bisschen Hingucken war die Anleitung immer verständlich. In Teilen könnte man die Explosionszeichnung vielleicht noch ein bisschen größer machen, damit es noch ein bisschen einfacher wird. Tröten wie mich, die sowas einfach nicht verstehen. Aber alles hat geklappt und ich möchte es klingen. Also, da kann man nur sagen, à la Bonheur der Feuergott. Sensationell. Hier, der Seitenbrenner. Das Seitenkochfeld, fantastisch. Dann hier, der ist jetzt 3 Minuten an und zwar 3 Brenner und ist schon bei fast 200 Grad. Das finde ich super. Ich mach mal auf. Wollen wir ja erstmal einbrennen, eine halbe Stunde, damit wirklich alle Produktionsrückstände und so weiter weggeflammt werden. Mal gucken, wie hoch er dann kommt, temperaturmäßig. Das mit dem Infrarot und dem Rückbrenner haben wir auch alles schon angeschlossen und freue mich schon auf die Abendtestung. Da wird nämlich angegrillt natürlich mit den ersten Würstchen und dem ersten Gemüse. Und dann testen wir auch mal das Richtspiel. Das ist ja mit Disco-Light alles. Der Feuergott wird heute angegrillt. Tipptopp. Und ja, dazu geht's gleich los. Ihr seht, die Abdeckung ist auch wirklich massiv. Oh, scheint mir gute Qualität zu sein. Sehr wichtig, tatsächlich, weil mein Grill auch draußen steht oder nicht. Er steht nur draußen, genau. Und insofern ist eine gute Abdeckung wichtig. Die kam ja mit. Und das finde ich schon mal super. Also, ich habe ihn jetzt auch mal an den Strom angeschlossen. Das heißt, wenn ich hier drücke, gehen die blauen Lampen an. Das sieht spitzig aus. Und das Blaue ist natürlich Zeichen für, ist noch kalt. Und ich werde den jetzt mal anmachen. Achso, und was ihr übrigens auch seht, vielleicht einmal reingucken. Tatsächlich, der Garraum ist beleuchtet. Und das ist natürlich neben der Tatsache, dass hier diese Glasscheibe ist in der Haube, was ich fantastisch finde, ist natürlich die Beleuchtung auch ein cooles Feature, um einfach zu sehen, was im Garraum passiert. Bisher musste ich immer die Funzeln von meiner Dachabseite anmachen, wenn ich abends gegrillt habe, um überhaupt zu sehen, was da dran ist. Ich habe auch schon, kennt ihr alle, mit so einem Pflicht gegrillt. Geht auch, aber ist ja hier nicht mehr nötig. Knapp über 250 Grad. Wenn Sie mal schauen wollen, nach nur wenigen Minuten, also ich würde sagen 5 Minuten, geht los mit klassischen Bratwürstchen. Ja, genau. Klappe zu. Affe tot. Und ja, also das mit dem Ketten können und nicht dauernd auf und zu machen müssen, das finde ich wirklich ein cooles Feature. Wieder ein paar Minuten später. Unser Grillgut ist fertig. Zeit zum Anrichten. Und ich werde die Lightshow mal beenden. Ein bisschen Kacks, dann wie Schlamm aus. Alles wieder auf blau. Bei Hector. Hector ist blau. Alles von. Ja. Gibt schöne Hähnchenschenkel. Ja, also würde ich sagen, läuft fürs erste Mal. Fürs Angrillen von meinem Feuergott Hector. So, Männer und Frauen von Flake. Jetzt geht das aber richtig zur Sache hier.
Der Spieß ist installiert. Der hat sich ganz leicht zusammenbauen lassen, hier installieren lassen und ja, was soll ich sagen? Das erste feine Hühnchen ist auf dem Grill bei 180 Grad. Gucken wir uns mal an, wie das wird. Aber die Installation ist schon mal fantastisch, super einfach gewesen. Dann hier unten den runden Grillrost rausgenommen, damit das Hühnchen schön Hitze bekommt, ganz ohne noch kleine Grillrost-Hindernisse. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding so läuft. Gut 90 Minuten später zeige ich euch mal das Ergebnis. Es ist fantastisch. Und wie ihr einen kleinen Pinüppel seht an diesem Hühnchen, hat es wohl genau die richtige Temperatur und es sieht fantastisch aus. Feines Ding, der Hector. Hat er gut gemacht.